Haben wir jetzt einen Jahreswechsel hinter uns? Haben wir jetzt Herbst? So, wir stehen. Danke. Wir stehen von unserem Bett auf und sind wie immer ganz alleine hier. Wir haben immer noch kein Gepäck, wie es aussieht. Ich sollte Sirona in den drei Besen. Spektakuläre Neuigkeiten. Die Besenaufrüstung ist bereit. Schauen Sie doch mal im Laden vorbei. Ich hoffe, Sie werden mich für eine dringende und höchst vertrauliche Angelegenheit so bald wie möglich aufsuchen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können. Wer ist das? Hatte der Typ mit dem Besen nicht eine Brille auf? Hat er die jetzt abgenommen? Trägt er jetzt Kontaktlinsen? Gibt's das überhaupt? Wer ist das denn? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich habe immer noch genug Talentpunkte und ich traue mich immer noch, die nicht groß zu verteilen. Ich habe irgendwie Angst, dass wir das später hinterher doch nochmal brauchen für irgendwas. Und ich weiß ja jetzt selbst immer noch nicht, wie weit das Spiel überhaupt gehen würde. Ob das jetzt damit beendet wäre, diese drei Prüfungen zu bestehen. Klar, dann werden wir mit Sicherheit noch gegen den lieben Kobold da kämpfen müssen. Das denke ich mir zumindest. Ja. Das Problem ist, ich möchte schon gerne mal wissen, wie es weitergeht. Aber ich will jetzt natürlich auch nicht nur der... Bitte kommen Sie nach dem Unterricht zu mir, sobald Sie meine Aufgaben erledigt haben. Ich bringe Ihnen Descendo bei. Dieser Zauber ist sehr nützlich, um Objekte auf den Boden zu ziehen. Ja, auf jeden Fall, ja, wie es aussieht, wollen viele Leute was von uns. Ah, das irritiert mich. Ich bin irgendwie... Ja, ich verliere momentan irgendwie ziemlich schnell den Faden. Ja, wo ich natürlich gesagt neugierig bin, was alles es miteinander auf sich hat, können wir aber jetzt nicht natürlich nicht nur der Hauptquest folgen. Das würden wir auch sowieso gar nicht so schnell schaffen, weil wir kommen ja mit dem Level nicht hinterher. Haben wir ja schon mal beim Lieblingstier gesehen. Mit Level 30. Ich bin irgendwie gerade froh, dass es gerade... Ups, Entschuldigung. Ich hau wieder alles kaputt. Ich wollte gerade sagen, dass es gerade ein bisschen friedlicher ist. Da stoße ich natürlich wieder was um. Zerleg alles in Scherben. Was haben wir da? Finde Lottelot Gok, den Kobold. Tierwesenunterricht besuchen. Ui. Finde heraus, was Gladwin Moon will. Und viele Fragezeichen. So, ach so, das, genau. Das war immer noch die Karte. Wo ich immer noch nicht weiß, im Moment zumindest, was ich damit, beziehungsweise wo ich hin muss. Kaufe eine Besenverbesserung. Das könnten wir theoretisch gleich mal machen. Ja, das war ja nix. Ja, da wie immer müssen wir mal Ausschau halten weiter nach. Ob wir sie alle finden, keine Ahnung. Professor Onai möchte, dass ich Depulsum Einsatz gegen einen levitierten Gegenstand erprobe. Ich soll auch etwas... Was? Ich soll etwas Trollpopel sammeln. Hatten wir den nicht schon?
was bedeutet, dass ich einen Troll finden und besiegen muss, um die Aufgabe zu erledigen. Mein Handbuch wird mich nicht durch diese Aufgabe führen, aber meine Karte könnte dennoch nützlich sein. Ich hab doch schon Trollpopel. Das habe ich doch schon von dem einen Vieh da eingesammelt. Ihr habt doch schon Trollpopel. Warum muss ich jetzt nochmal? Achso, das war ja... Ja, Mist, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das hätte ich vielleicht mal... Ach, Quatsch, wo bin ich denn? Hätte ich ja gar nicht machen können. Ich war ja in der Aufgabe drin. Da hätte ich ja jetzt nicht einfach rausgehen können. Ja, muss ich mal schauen, wo wir dann hier rauskommen. So, was haben wir hier? Das sind alles Hauptaufgaben. So, benötigt Stufe 12 und Depulso. Das kriegen wir ja dann erst durch die Lehrerin. Ach, guck mal. Alohomore, da haben wir es ja endlich. Gladwin Moon, der Hausmeister. Habe ich den überhaupt schon mal gesehen? Von Hogwarts möchte mit mir über etwas sprechen. Ich solle mich in der Empfangshalle mit ihm treffen. Da kriegen wir endlich Alohomora. Ah, es reizt mich schon eigentlich schon lange, das endlich zu kriegen. Und die Unterrichtsstunde. Oh, dann könnten wir endlich vielleicht uns um die magischen Tiere kümmern. Oh, da freue ich mich auch schon. Uah, da, ein hässliches Ding da. Freue ich mich auch schon so drauf. Also, ich würde jetzt erstmal nach Hogsmeade gehen. Beziehungsweise würde ich gleich auch nochmal bei den Ausrüstungen gucken, ob da irgendwas Besseres dazugekommen ist. Beziehungsweise müssen wir ja erst noch in den Raum der Wünsche, um Gegenstände zu analysieren. Damit wir gucken, was wir da haben, das dann gegebenenfalls auszutauschen. Nee, du warst hier oben. Genau, dann können wir nämlich auch Sachen wieder verkaufen und wieder schön Platz haben. Genau, dann würde ich gerne mal nach dem Gegenstand gucken. Für den Besen. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Finger wollen sich an diesen Controller nicht gewöhnen. Ich bin irgendwie in eine andere Tastenbelegung gewöhnt. So, Umhang des Gelehrten, königlicher Kastanienmantel, mehr nicht, hatten wir nicht mehr. Und zwei. Momentan gibt es nichts zu. Okay, ich hatte gedacht, wir hätten mehr. So, und schauen wir mal. Bei den Masken. Da ist jetzt nicht wirklich was Stärkeres dazugekommen. Ich gucke aber jetzt auch bei den anderen Gegenständen nochmal. Ich bin ein bisschen kratzig von der Stimme her. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so wirklich hört. Ich merke aber, weil ich mich immer öfter irgendwie räuspern müsste. So jetzt. Es liegt aber auch daran, dass ich jetzt vorher noch fleißig Kapitel aufgenommen habe. Ja, was im Moment nicht so leicht ist, wie es gerne hätte. Schick. Denn ich bin ein bisschen unter Zeitnot geraten. Denn ich habe heute Morgen in unserem Hausflur, beziehungsweise an unserer Haustür einen Zettel entdeckt. Und zwar, dass in den nächsten Tagen hier bei uns am Haus ein Gerüst aufgebaut wird, weil die hier irgendwas am Haus renovieren wollen. Und das passt mir jetzt eigentlich so gar nicht. Weil das Problem besteht. Erstens weiß ich nicht, wie lange das dauert. Und natürlich machen die erheblichen Krach. Und ich weiß nicht, wie das dann
in nächster Zeit mit dem Aufnehmen hier funktionieren soll. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil ich mir das jetzt mit den Aufnahmen so schön, ich sag mal, zurechtgelegt hatte. Und ich habe zwar jetzt schon mal angefangen, ein wenig vorzuproduzieren, aber ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie lange diese Handwerker dann hier arbeiten. Ja. Es ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Das Doofe ist, ich nehme jetzt hier gerade an einem Mittwoch auf. Morgen wollen die das Gerüst bringen. Ich glaube auch schon aufbauen. Und wollen dann im Endeffekt jetzt am Montag nach dem Wochenende dann halt anfangen. Nee. Wo geht's hier nochmal raus? Da. Wo, ich könnte mir auch wieder rausflohen. Ach, warum mache ich das hier nicht? Ich weiß jetzt nicht genau, wann das Video rauskommt. Ich glaube aber erst Ende des Monats. Ich meine, das wäre so Donnerstag oder Freitag rum. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier seht und hört, haben die Arbeiten halt schon längst angefangen. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt zwar schon ein wenig vorproduziert, also der April ist auf jeden Fall schon mal sicher. Und ich weiß, die meisten sagen, ich soll mich nicht stressen, und es ist auch super lieb von euch. Es ist einfach nur für mich persönlich nervig, weil ich habe mir halt schon meinen Aufnahmeplan sozusagen geschrieben. Ich habe immer so einen kleinen Listenfetisch, sage ich jetzt mal. Ich schreibe immer gerne Listen und To-Dos. Und ich freue mich dann immer, wenn ich natürlich dann auch was abhaken kann. Und ich hatte mir den jetzt auch für den Mai schon geschrieben und wollte eigentlich auch zusehen. Ich habe keine neuen Socken mehr. Wenn Ihre Füße riechen, müssen Sie sich etwas anderes überlegen. Ja, waschen zum Beispiel. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Das irritiert mich immer, wenn die mich hier die ganze Zeit voll quatschen. Ja, wenn ihr das hört, ist es schon Ende März. Also ich habe den kompletten April schon fertig. Ich war jetzt die letzten Tage so oder so schon fleißig, bevor ich überhaupt wusste, dass hier Handwerker kommen. Weil ich halt auch gerne immer ein bisschen was im Petto habe. Weil ich zum Beispiel nämlich auch während der Ferien nicht zum Aufnehmen komme. Da kann ich nämlich absolut gar nichts machen. Und dann habe ich... Oh, Mist. Ich wollte doch die Sachen gar nicht verkaufen mit dem... Ach, ja. Ich bin schon wieder vollkommen abgelenkt. Ja, jetzt habe ich halt Pech. Ja, aber ich wollte halt jetzt einfach nochmal sicherheitshalber gucken, weil mir jetzt halt die 2 Wochen im April halt fehlen, dass ich jetzt auch noch ein bisschen für den Mai vorproduziere. Aber das sieht anscheinend schlecht aus für mich. Denn ich mache das gerne dementsprechend morgens bis vormittags, dementsprechend wie ich halt Schicht habe, weil ich halt abends oft meistens gar keine Lust mehr habe, ehrlich gesagt, groß noch was zu machen. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Weil ich dann einfach müde bin vom Tag. Klar, wenn ich Spätschicht habe, dann habe ich sowieso meistens keine Lust mehr. Aber selbst wenn ich auch morgens arbeiten muss,
Der Tag ist ja dann nicht einfach entspannt für mich. Ich habe ja meine Familie hier und allem drum und dran. Und ja, es ist abends soll dann eigentlich so meine Entspannungszeit sein. So, wo war der Besenladen? Ne, da war das Tier, war der Tierladen. Oh, ich muss jetzt echt auf die Karte gucken. Wo waren wir denn? Nein, da war Ollivanders. Ach guck mal, der ist sogar markiert. Da rennen die Schuhe in die falsche Richtung. Achso, Katze. Aber hier vollkommen in die falsche Richtung gelatscht. Und euch kriege ich ja auch bald alle auf. Ich arbeite jetzt darauf hin. Ich dachte, ich hätte was gesehen, aber es war entweder nur Einbildung oder das war wieder eins von diesen kleinen Feuerwerken. So, das war doch hier. Genau. Willkommen zurück. Mein Alter, wieder eine Brille auf. Sonderpreis für die Besenverbesserung. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Und, also es gibt ja einen gewaltigen Unterschied. Ich meine, das ist ja so einer, den ich auch habe, so ähnlich. Und guck mal, dann gibt es welche, die haben einen schönen Sitz. Also da kann ich mir... Ja, wohl, ja. Ich meine, wenn man stundenlang auf dem Fahrrad sitzt, ist es irgendwann auch unangenehm. Aber zumindest stelle ich mir sowas etwas bequemer vor, als wenn man nur auf so einem Stock sitzt. Na, wonach suchen Sie heute? Eine Besenverbesserung. So, was haben wir denn da? Eine Besenverbesserung für mehr Beschleunigung und Geschwindigkeit. 1000. Das aber hab ich. Ja, muss ich durch, ne? Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Was mache ich jetzt damit? Wissen Sie... Halb Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Vielen Dank nochmal. Es mag ambitioniert klingen, aber ich arbeite bereits an der nächsten Verbesserung. Die ist noch komplizierter als die letzte. Haben Sie vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Bei Irondale gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren... Kann ich die nächste entwickeln? Sie denken doch darüber nach, oder? Doppelt so kompliziert und wahrscheinlich auch doppelt so teuer. Können Sie mir mehr über die nächste Strecke sagen? Das ist nur ein Katzensprung entfernt, südlich von Hogsmeade. Herrlicher Bergblick. Die Strecke stellt die Ausdauer auf die Probe. Ein paar ihrer Klassenkameraden wollten dorthin, um zu sehen, was Imelda zu bieten hat. Und das ist durchaus erstaunlich. Ich meine... Nachdem viele doch gar nicht erst gegen sie antreten wollten. Hoffentlich schreckt sie das nicht ab und sie probieren die Strecke aus. Denken Sie drüber nach. Klingt, als ob Sie sich selbst übertreffen. Wenn ich kann, dann helfe ich. Danke. Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann. Melden Sie sich schnellstmöglich wieder bei mir. Ich weiß nicht, wieso. So... Klar, jetzt die Hose und vielleicht das Schuhwerk passt jetzt nicht so ganz. Wenn man jetzt denkt, da wo die Socken sind, sind das Stiefel und die Hosen würden ein bisschen enger liegen, könnte man ja schon fast denken, man hat so ein schickes Reiteroutfit an. Dann auf zum Wegflug. Warum ist es markiert? Kann ich was damit machen? Hallo? Wieso habe ich jetzt einen Stein? Was soll ich damit machen? Kann ich den wohin schmeißen?
Also, wir können jetzt zu Imelda. Ich weiß gar nicht, wo jetzt die Strecke genau ist, oder? Wir schauen mal. Wir hatten ja mal eine Brücke und darunter standen ja Trolle. Aber es gab ja hier... Nein. Da war unsere liebe Freundin, da gehe ich nicht hin. Aber wir hatten noch hier irgendwo auch ein Trollversteck, wenn ich mich nicht irre. Lila Kröte. Schatzgewölbe. Ort alter Magie. Spinne. Ja. Genau, da war die Spinne. Aber ich hatte doch hier... Das waren die Merlin-Prüfungen. Die müssen wir irgendwann auch alles mal wirklich nochmal akribisch abarbeiten. Einhornbau. Mondkalb. Knuddelmuff. War hier nicht irgendwo auch ein Trollbau? Da waren ja, glaube ich, die... Ne, auch Knuddelmuff. Berüchtigte Gegner. Lila Kröte. Ich dachte, das wäre da hinten in der Ecke. Sumpfkadler. Das wäre so eine Handbuchseite. Schatzgewölbe. Hä? Hatte ich nicht mal irgendwas von einem Troll? Niffler? Oh, Niffler. Na. Inferi-Versteck. Warte mal, ich guck mal, wo noch diese kleinen Berge abgebildet sind. Das sind ja die Schatzgewölbe da. Netze. Straßenköter. Trollversteck, da haben wir es doch. Wusste ich doch, dass es irgendwo da in der Nähe war. So, Auswegspunkt, Banditenlager. Und die muss ich irgendwann nochmal abklappern, weil da irgendwo ja natürlich noch unsere lieben Tierchen drin eingesperrt waren in ihren Käfigen, die ich natürlich wirklich gerne auch befreien möchte. Leopold Babcock. War ich da nicht schon? Warum habe ich die Flohflamme nicht aktiviert? Aber ich habe jetzt auch gelernt, es wäre auch wirklich praktisch, mal mehr mit dem Besen zu fliegen, um auch schneller anzukommen. Zumindest an Orte, wo wir noch nicht waren. Was war das hier? Ort alter Magie. Also, die nächste Flohflamme ist hier und dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir da runter sausen. Wie schön, sie zu sehen. Die nervt mich so tierisch, ne? Also, ich verstehe nicht, wie... Deine kopflosen Entscheidungen schüchtern hier niemanden ein. Was? Vor allem nicht die, bei der du tatsächlich fast in Wehe, wenn das ein Trick ist. Das hier.
eine Schande, was du mit hilflos... Zweifellos schon lange verlassen. So. Ist ja wieder super, kommen wir irgendwo an und werden sofort wieder angegriffen. So, aber wir steigen jetzt auf den Besen. Andere Schulen unterrichten die dunklen Künste. Ja, was sind da lang? Ja, hänge ich gleich wieder irgendwo im Baum. Vielleicht sollte ich doch nicht ganz so nah sofort da landen, bevor ich gleich kaum lande und mir einer über dem Knüppel drüber zieht. Ja, da laufen schon wieder. Wer mich jagt, den steche ich ab wie einen Nockschwanz. Mhm. Ich habe irgendwie Angst, dass wir hier hinkommen. Guck mal, da ist er. Einer, ne? Hallo. Ich wollte dich mal besuchen kommen. Kratzt du dich bitte da unten nicht? Das ist ja unhygienisch. Was für ein Level hat er denn? Oh, ja, Leute. Jo. Das finde ich gemein. Drachenkämpfen zu wetten war meine bisher beste Entscheidung. Ich find's doof, dass sie immer weiter nach vorne kommt, ey. Immer fall ich da runter, dann habe ich so eine Arschkarte. Alles mit hier. Lecker. Ich hab's gedacht, ich höre jetzt grunzen, da kommt noch einer. Ich schau mich aber noch mal ganz kurz hier um, da war doch... Ne, ist auch ein Durchgang. Okay. Ich glaube, da passt der Troll aber nicht so wirklich durch. Oder? Warum bücke ich mich eigentlich? Eigentlich ist auch noch fast genug Platz für uns. Hier ist ein Skelett. Da liegt. Doch, den haben wir, glaube ich, schon gesehen, ne? Wahrscheinlich unter einen Stasis gelegt, denn der verrottet hier anscheinend auch nicht.
Ist ein weißer Hirsch, oder? Das sah das jetzt nur so aus. Oh, lecker. Ja. Schön, dass mal reinlatschen. Da hängt noch ein Käfig. Die schwebt durch Luft. Na okay, ist ja egal. Warum laufe ich jetzt hier groß rum? Wir haben das, was wir haben wollten.